Meine eigenen Zedex-Plüschtiere sind wieder im Shop erhältlich. Lange waren sie ausverkauft, aber ab heute sind sie wieder online. Sei also schnell, wenn du mich als Kuscheltier in deinem Zimmer haben willst. Und zu jeder Bestellung gibt es eine kostenlose Autogrammkarte dazu auf merchme.shop/Zedex. Das hier ist Steve, wir alle kennen und lieben ihn, doch sein Traum war es schon immer mal, ein Superheld zu werden. Ach Mann, ich wollte schon immer mal ein Superheld werden. Hey Steve, das werden wir auch zusammen schaffen. Jo, wer redet da mit mir, ey? Jo, ich bin's, der gerade das Video aufnimmt über dich. Warte mal, das wird zu viel für meinen Kopf. Denn heute fangen wir mal als Noob Minecraft Steve an und entwickeln uns weiter bis hin zu einem richtig krassen Superhelden. Begleite mich und Steve auf diesem Abenteuer und dann würde ich sagen, können wir auch direkt loslegen. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Merch Runner 3D. Und in diesem Spiel sind wir hier, dieser Minecraft Steve hier. Wir alle kennen und lieben ihn. Ach, waren wir in unseren Anfangs-Minecraft-Zeiten nicht alle ein Steve Skin. Und wir können sie jetzt hier zusammen merchen. Wie in einem richtigen Merch-Spiel. Und oh, jetzt haben wir einen Level 2. Ist das Groot? Ich bin Groot. Und jetzt können wir hier gegen Minecraft-Zombies kämpfen. Oh mein Gott, let's go. Los, kleiner Steve. Du hattest schon immer meinen Traum. Du wolltest immer mal ein Superheld werden. Und let's go. Den ersten Kampf haben wir gewonnen. Und wir können sogar am Glücksrad drehen. Gewinne, gewinne, gewinne. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Und komm schon. Oh, 400 Münzen. Let's go. Die snacken wir direkt hier in unsere Hosentasche. Und da würde ich sagen, los, Steve. Wir brauchen mehr. Okay, wir sammeln hier jede Menge neue Steves ein. Oh, wir haben sogar noch einen Schlüssel bekommen. Let's go. Jetzt haben wir drei Steves. Und die können wir jetzt hier natürlich hier kombinieren zu einem Bogenschützen, der natürlich auch stark ist. Und wir können uns unten auch hier, zack, nochmal zwei neue Kämpfer kaufen. Und die graden wir ab zu Level 3. Uga, Uga. Einem Uga. Und, yo, nicht diesen Minecraft-Steve. Also, Alter, ich will nicht. Verdammt nochmal Hilfe. Oh doch, ab geht es in den Angriff. Und oh mein Gott, Alter, er hat einen Eisengolem schon in seinem Team und zwei Minecraft-Skelette. Ihr seht es, die Gegner werden immer und immer stärker. Wir haben quasi Minecraft-Monster, gegen die wir kämpfen. Und ja, Steve, mein alter Freund, du bist gerade auf Level 1. Du bist doch der Noob, es tut mir echt sehr leid. Aber keine Sorge, wir werden uns weiter upgraden. Wir haben nämlich hier so ein paar Nahkämpfer hier vorne. Und dann haben wir hier Bogenschützen, also ein paar Fernkämpfer. Und jetzt haben wir, yo, Thanos, was geht ab? Jo, Alter, was geht ab? Ich bin gekommen, die Menschheit zu zerstören. Alles klar, sympathisch. Da würde ich sagen, Thanos, solange du in meinem Team bist, ist alles in Ordnung. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, fight. Oh mein Gott. Okay, er hat einen Enderman, er hat einen Eisengolem und eine Hexe. Sie ist der Fernkämpfer. Und das bedeutet, oh nein, unser Le... Oh, Thanos, halt durch, Junge. Oh nein, wir haben verloren. Okay, Steve, weißt du was? Vergiss das mit deinem Traum, das wird nichts mehr. Oh, okay, Steve, einen Moment. Einen Moment, ich öffne hier aber ein paar Kissen. Die goldene Mitte und, oh, wir haben den Jackpot. Die. 999 Münzen, let's go. Okay, Steve, let's go. Diesmal müssen wir aber jetzt hier jeden einzelnen einsammeln hier. So, zack. Okay, wir haben wieder einige am Start. Und diesmal dürfen wir nicht verlieren. Ich bin ready. So, dann kombinieren wir die hier, zack. Wir können auch hier ein paar Bogenschützen freischalten. Sie kombinieren. Und dann kombinieren wir Thanos zu Mami Longlegs. Was ist das für ein Spiel, Freunde? Hier ist einfach jeder dabei. Mami Longlegs ist da am Start. Thanos ist am Start. Irgendwelche Minecraft-Monster. Aber, oh ja, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Mami Longlegs. Alter, mit ihren Händen, mit ihren Longlegs, also mit ihren langen, eigentlich Beinen. Level 4. Oh, was geht denn jetzt ab? Jetzt sind wir hier, Steve, mit einem Bogenschützen hier am Start. Oh, das ist, glaube ich, so ein Bonus-Level. Oh nein, die Zombie-Armee kommt. Die riesengroße Zombie-Armee ist ein bisschen unfair, oder? Ich meine, so ein paar Steves gegen verdammt aber 1000 Zombies. Okay, wir gehen jetzt mal 3 Portal. Let's go, wir müssen aufpassen. Den ganzen Fall, die ausweichen. Oh, aber wir machen es gut. Ja, wir machen es sehr, sehr gut. Okay, alle bei der Deckung, alle bei den Positionen, Männer. Und oh, nein. Oh Gott, alle werden aufgefressen. Und yo, da waren es nur noch 4. Alles klar, Leute. Da sind wir nur noch zu viert gewesen. Ready, natürlich sind wir ready. Wir kombinieren wieder alles. Wir können hier so einen Schwertkämpfer freischalten. Yo, ihn können wir kombinieren. Groot kombinieren. Und die zwei kombinieren wir zu Huggy Wuggy. Jo, Leute, was geht's? Ich bin Huggy Wuggy.
Wir mit Huggy Wuggy am Start und Bobby Longnecks. Und jetzt geht es in den Fight. Los, Huggy Wuggy. Oh mein Gott, er ist so stark. Bam, gegen den Eisengolem. Keine Chance. Okay, die Hexe. Er hat sogar Wither-Skelette. Aber Huggy Wuggy umarmt einfach alle. Und damit können wir alles gewinnen. Sowas wie zum Beispiel können wir auch hier im Glücksrad gewinnen. Nämlich, 212 Münzen. Alles klar, eigentlich, ja, total schlecht. Aber, naja, lieber ein Cent in der Tasche als kein Cent in der Tasche, sage ich nur. Okay, und oh mein Gott. Okay, okay, kommt alle in unsere Armee, Leute. Wir bauen euch. Ansonsten oh, nehmen die Zombies uns die Hops hier. Aber, ja, naja, ready weiß ich nicht so gerecht. Wir haben leider nicht so viel, aber wir können sie... Okay, wir haben einen zweiten Thanos. Kleiner Mann, auch wenn du Angst hast, du musst nach vorne. Du musst auch nach vorne. Okay, Huggy Wuggy, du bist hier der Einzige, der noch ein bisschen stärker sein könnte. Oh, er ist gleich auch down. Okay, okay, komm schon. Jetzt haben wir noch Mami Longlegs im Team gleich. Oh, und gegen Thanos Feuerbälle. Easy, haben wir keine Chance. Yo, Stevie, du alte Kiwi. Ich hab dir doch schon immer gesagt, Stevie Kiwi, dass du mal ein richtiger Superheld wirst. Am Anfang wurdest du immer ausgelacht, weil jeder dich nur unter Minecraft-Loopskin kannte. Aber jetzt, oh mein Gott, kämpfst du schon gegen die Squid Game-Puppe und den Squid Game-Wächter. Okay, wir müssen mehr kombinieren. Wir brauchen bessere Merches hier am Start. Thanos zu Mami Longlegs und zwei Mami Longlegs ergeben. Oh, wer ist das hier? Aquaman? Ein Schlumpf? Wer ist der? Aber er ist auf jeden Fall stark. Okay, sie können wir kombinieren. So, zack, dann haben wir nochmal Thanos am Start. Dann haben wir ihn hier. Und dann würde ich sagen, Freunde, ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und zwei Huggy Wuggies zu. Oh, ah, das ist auch Thanos. Ich weiß nicht, aber wir sammeln ihn ein. Und jetzt geht's ab in den Fight. Let's go. Oh mein Gott, ja. Oh, okay, es ist ein spannender Kampf. Die Squid Game Puppe macht alle fertig. Okay, wir haben noch zwei Fernkämpfer. Oh nein, einer gegen zwei Hexen. Ja, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oho, wie knapp war das denn? Es wird Zeit für eine größere Steve-Armee. Okay, und TNT. Alles klar, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wäre, meinen ganzen Traum zu zerstören. Innerhalb von einer Sekunde. Junge, das TNT hat einfach alles genommen von uns. Ach komm, meine kleinen Steves, halte durch, wir sind am Ende angekommen. Oh mein Gott, drei Squid Game-Puppen. Es wird krasser. Wir brauchen eine bessere Armee. Okay, was können wir noch kombinieren? Ihn hier. Ansonsten, das war's. Wir haben nur einen Fernkämpfer da vorne. Wir können uns doch hier zwei kaufen. Zack. Okay, die Groots können wir kombinieren. Er kommt nach vorne. Das wird heftig. Das wird jetzt heftig. Alles klar, Freunde. Und da würde ich sagen, wir gehen in den Fight. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen können. Drei Squid Game Puppen alle. Die zermetzeln alles. Die zermetzeln alles da vorne. Oh, unser Thanos ist gut dabei. Oh, Squid Game Puppe und... Oh nein, schon wieder. Zwei Hexen gegen ihn hier. Aber er hat es letztes Mal geschafft. Und diesmal enttäuscht er uns auch nicht. Und wir haben Kisten. Okay. Oh mein Gott. 8320 Kisten. In der Mitte ist sie. Auf Ansage. Und 208. Aber irgendwo in der Mitte muss sie sein. Die goldene Mitte kommt schon. Ah, schade. Aber naja, nehme ich mit. Und wir kommen zum Bonus-Level. Oh ja, Leute, ich dachte, hier kommt hier 1 gegen 1. Was soll das? Okay, da würde ich sagen, brauche ich auch Verstärkung. Kommt alle in unser Team. Ein Steve. Ja, ist vielleicht ein Noob. Aber 12 Noobs sind zusammen ein richtiges Pro-Team. Oh mein Gott, wir haben 24 Stück. 24. Oh, und wir schießen mit Pfeil und Bogen. Oh, minus 2. Okay, bloß nicht zu viele Kämpfer verlieren. Weil am Ende kommt es natürlich darauf an, ob wir mehr sind oder die Zombies mehr. So, wir schießen weiter. Und, okay, alle mal in Deckung. Und Schussbefehl. Oh, oh mein Gott. Okay, sie kommen, sie kommen. Sie kommen. Eieiei. Und sie fressen unsere Gehirne. Aber, naja, bei uns gibt es ja eh nicht viel Gehirne zu holen. Bei uns kleinen Steves. Und deswegen haben wir überlebt. Und, alles klar, Herr Drache. Wir haben Zeit. Fliegen sie vorbei. In der Zeit kombiniere ich natürlich hier noch alle möglichen Armeen hier. Zack. Wir haben hier Groot am Start. Dann haben wir den Lilanen. Ja, fliegen sie doch hier links vorbei. Kein Problem. Ich bin ja nicht nur gerade am Aufnehmen oder sowas. Ja, lassen sie sich gerne Zeit, ey. Okay. Und ansonsten, Freunde, war es. Ey, er dreht nochmal um. Ne, jetzt fange ich an. Er fliegt einfach durch. Also, lalalala. Oh mein Gott. Oh, oh. Er hat sogar ein Gas im Team. Das sehe ich. Oh, erst jetzt. Ein Gas und er spuckt Feuerbälle. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, wir haben es gerade so geschafft, ey. Boah, wir brauchen aber eine stärkere Armee. Wir drehen ein weiteres Mal am Glücksrad. Come on, come on, come on, come on. Oh, mal 4 Steves. Ja, also verschwunden. Schreibt mir jetzt mit mal 4 Steves. Ich weiß nicht. Aber wir wählen mal plus 7 aus und. Oh nein. Zombies. Wither-Skelette und eine Brücke, eine wunderbare Brücke, die wir hier gebaut haben. Okay, was bringt es jetzt auf diesmal 4? Oder wir haben am Ende mal 4. Oh, auf den Knopf sind wir nicht gegangen, weil sonst wäre da Minecraft TNT gespawnt. Oh mein Gott, was geht denn da ab? Ah, wir können jetzt hier 4 Krieger hier equippen. Zack.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Die, Alter, Junge, Junge, ich blicke hier gar nicht mehr durch. Die werden wir alle kombinieren. So, zack, zack. Ihn hier. Oh mein Gott, Mami Long Legs. Zwei Mami Long Legs ergeben. Den blauen und die beiden blauen ergeben. Oh, Tor. Let's go. Die nächsten Superhelden. Alter, Junge, der hat so eine richtige Pommesfrisur. Und dann können wir. Okay, Groot kombinieren. Ihn hier. Okay, wir haben Huggy Wuggy. Okay, wir haben einmal Huggy Wuggy. Dann würde ich sagen, zack, können wir uns ihn noch gönnen. Und dann würde ich sagen, let's go. In den Fight. Oh mein Gott, er hat nur zwei Truppen am Start, aber dafür sind sie ultra stark. Irgendwelche Krieger oder sowas. Irgendwelche Ritter. Oh, oh, und. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, 5 von 5 Sternen. Wie viele Sterne würdet ihr dem Video geben bis jetzt, Freunde? Schreibt es unten in die Kommentare. Und vor allem, wie viele Sterne? Wow, oh mein Gott. Rest in Peace an Steve 7. Der ist von uns gegangen. Es war eine schöne Zeit mit dir, aber. Nein, 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 nein. Nein. Ich dachte, das wäre wieder so ein Knopf, womit wir TNT auslösen können. Aber ich glaube, das war der Knopf zu der Brücke. So, da haben wir wieder einige am Start. Ja, der Drache. Fliegen Sie einmal gerne hier vorbei, Kollege. Da würde ich sagen, können wir uns hier noch vielleicht ein paar. So, hier Groot. Ja, jetzt haben wir ihn am Start. Er kommt nach vorne. Thor bleibt hinten. Thanos bleibt hinten. Und Steve, ja, kleiner Mann. Keine Ahnung. Was machst du überhaupt hier? Das ist hier nur für Erwachsene, Leute. Und keine für kleine Kinder. Okay, er hat ein Gas. Er hat diese zwei Ritter und ein Squid Game. Ich hab, oh, nein, Thor. Mach was, Kollege. Oh, oh mein Gott, er kriegt gut Damage. Oh nein, oh, kommt schon Thor. Nein, wir haben verloren. Freunde, es ist soweit. Wir haben zwei Thanos und wir kombinieren sie jetzt zu Superman, den nächsten Superheld. Okay, Superman, komm schon. Zeig, was du drauf hast. Zeig, oh, was du drauf hast. Er macht gut Damage. Er steckt aber auch einiges ein, aber er konnte beide vorne besiegen. Okay, jetzt nur noch Thor und die hinten, die Krieger. Let's go. So will ich das sehen. Let's go. Ja, ja, ja. Oh ja, Freunde. Oh nein, rest in peace. Und was? Oh mein Gott. Dum, dum, dum. Da kommt sie. Die riesengroße. Okay, die mittelgroße. Okay, die kleine. Okay, die winzig-kleine. Okay, die mega-kleine. Steve-Armee, Junge. Oh mein Gott, er hat eine Minecraft Blaze. Okay, die Squid Game-Puppe. Alles klar, Freunde. Es wird heftiger Fight. Es wird heftig. Es wird heftig. Also haltet euch auf jeden Fall rein, was hier abgehen wird. Und die Gegner werden immer stärker. Aber, Freunde, was machst du eigentlich hier, kleiner Mann? Ich glaube, die sollten wir auch mal kombinieren hier. So, immerhin zu einem Baum. Jetzt geht es ab. Komm schon. Superman. Superman, mach dich fertig. Oh, er ist zu stark. Superman ist so krass. Er ist so eine krasse Karte, die wir haben. Okay, rest in peace an Superman. Aber er hat sein Bestes gegeben. Und so können wir den Kampf gewinnen. Ah, 12.000. Die goldene Mitte, Freunde. Ist es. Ah, ich kann es nicht sehen. 100 Münzen. 400 Münzen. Und, ah, schade. Wir drehen noch einmal am Glücksrad. Was wäre eigentlich das Beste, was wir bekommen könnten? Ich glaube, ja, Münzen. Ich glaube, Mami Longlegs oder irgendein Skin, glaube ich, wäre ganz cool. Aber, naja. Okay, wir sind wieder, oh, beim Bonuslevel angekommen. Jo, Leute, das ist ein bisschen unfair. Ich bin kleiner Minecraft-Steve, aber... Boom. Oh nein, warte mal. Ich glaube, wir hätten durchs Mal-8-Portal gehen müssen. Ich glaube, so wird das Ganze schwer. Oh, wir haben ein Power-Up eingesammelt. Jetzt schießen wir irgendwie schneller mit Pfeil und Bogen hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Level 10. Mal 10. Plus 10 natürlich. Mal 1. Bringt doch nichts, Freunde. Das weiß doch jeder. Mal 1. Jo, alles klar. Wir biegen sogar ab. Was geht denn jetzt ab? Jo, jetzt kommt... Alter, es kommen bessere Gegner. Es kommen Eisengolems hier. Alter Schwede. Okay, es wird heftig. Es wird heftig. Freunde, ihr seht es, die Superhelden-Steve-Kämpfe werden immer krasser. Werden wir es schaffen? Oh, okay, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Aber, oh mein Gott, was? Wir kommen, alle haben überlebt. Oh yeah, da kommen wir in die ganze Gang einfach. Was? Schaut euch das ganz so viele das sind. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt wird es abgehen. Das war eine krasse Runde. Oh mein Gott, wer ist er denn? Okay, ich glaube, für den Kampf brauchen wir auch hier nur die Stärksten aller Stärksten. So, ihn können wir kombinieren. Mami Longlegs, können wir zu ihm kombinieren. Zack, let's go. Oh, wir haben noch einen Truppe. Oh, ey, ey. Hä, wo läuft ihr? Leute, sie sind weg. Ey, sie sind einfach weggelaufen. Habt ihr es gesehen? Hey, Thanos, Mami Longlegs. Steht hinten, breit. So, so, ihr läuft nicht weg, ne, Leute? Ja, ja. Bleibt schön hier bei meinem Team hier. So, zack, zack. Alter, es hört gar nicht auf. Es hört gar nicht auf. Aber, okay, jetzt haben wir alles kombiniert. Jetzt haben wir alles auf das maximale Level kombiniert. Huggy Wuggy. So, er kommt nach hinten. Der eine Minecraft-Steve hier. Er kommt hier nach vorne. Und jetzt geht's ab in die Kampf. Was ist, wer ist er denn? Oh mein Gott, er hat so zwei richtig krasse Klingen. Oh, nicht mal Superman kommt gegen ihn an. Oh, ein heftiger Fight. Superman hat ihn gerade so besiegt. Okay, zwei Gas und jetzt haben wir noch genug hier hinten am Start. Boah, aber die Gegner werden krass stark. Wir brauchen mehr Steves. Schließt euch mir an, dem ultimativen Steve-Universum. Okay, wir haben wieder einige am Start. Wir dürfen halt nicht zu viele verlieren. Jo, alles klar. Da, oh nein, sie ist nach rechts runtergefallen. Oh nein, oh, jetzt nicht auf den, oh, grünen Knopf. Perfekt.
dass wir hier bloß kein Minecraft-TNT haben. Naja, immerhin ein paar konnten wir ins Ziel bringen. Jetzt nicht so viele, aber ich will auf jeden Fall mal wissen, was die nächste Stufe ist. Wir haben ja hier, okay, wir haben eine Steve, da haben wir Level 1 Steve und bis zu Groot Huggy Wuggy. Wir sind gerade bei Level 6. Boah, okay, wir haben noch 3 Stufen, die wir uns freischalten können. Wer wird wohl die nächste Stufe sein nach Superman? Ich meine, wer ist denn stärker als Superman, frage ich mich. Aber naja, ich würde sagen, Daumen drücken, ab geht es. Oh mein Gott, ich glaube, ihr seht ja das Leben. Links ist unser Leben, rechts ist das Leben der Gegner. Oh, das wird knapp. Das wird knapp, das wird zu knapp. Schaffen wir es? Nur noch die Fernkämpfer. Oh nein, sie zermetzeln alles. Leute, Tor, mach was. Boah, was? Ja, aber weiter geht es. Jetzt hier volle Konzentration. Keine Zeit für Späße. Ey, wir werden von hier Bällen abgetroffen. Okay, wenn wir wirklich mit so vielen Steves ins Ziel kommen, das wäre krass. Aber naja, auf einmal kommt eine Megaspitzhacke. Und ja, unser Traum ist damit zerstört. Wir kommen mit 2 an. Wir haben nur 2 Truppen. Und oh nee, Freunde, wir brauchen eigentlich mehr. Wir brauchen eigentlich viel mehr Truppen. So wäre das Ganze auf keinen Fall was. So, Mami Longlegs. Oh, die 2 blauen. Oh mein Gott, wir haben 2 Tors. Und sie kombinieren wir zu Deadpool. Yeah, 1460 Leben, 695 Damage. Holy, alles klar. Sehr, sehr krass. Okay, er ist jetzt quasi ein Fernkämpfer. Let's go. Und dann würde ich sagen, komm Deadpool mit, oh, mit seinem Frostbow. Ey, hör auf, durchs Bild zu laufen. Man sieht doch gar nichts. Okay, Superman ist wieder bei. Ja, die Squid Game Wächter besiegen Huggy Wuggy. Oh nein, Deadpool. Es liegt alles an Deadpool, aber bam, kein Ding für Deadpool. Komm schon, ich will am Glücksrad drehen. 0 und spin. Spin, 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 spin. Ein Happy Wheel, okay. Wird es wirklich happy sein? Ja, 4 solche Noob-Steves. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich glaube, da gibt es ein bisschen schlechtere, aber es wäre auch deutlich besser gegangen. So, hey, Zombies, na, kommt doch her. Bam, bam. Okay, 3 sind am Ende übrig geblieben. Jo, na, was? 2 und, wir haben den Schlüssel nicht bekommen. Oh mein Gott, 3 Ritter, 3 riesengroße Ritter. Ah, zack, wir können ja die noch einlösen. Genau, nicht vergessen, nicht vergessen. Zack, let's go, da haben wir sie am Start. Groot, ja, du kommst nach vorne, Kollege. Hier, Thanos, ab nach hinten. Und dann, fight, würde ich sagen. Oh mein Gott, 2 Blazes ging. Alter, Superman ist schon zur Hälfte down gleich. Boah, es wird krass. Ja, okay, easy. Okay, das Level sollte eigentlich machbar sein. Da haben die Blazes auch keine Chance gegen Deadpool hier. Es ist wieder Zeit, den Bogen zu spannen. Der Bogen ist gecraftet. Und Leute, schließt euch mir an. Zack, wir haben 4 Stück am Start. Die Armee wird natürlich immer größer. Oh, mal 3. War das das Richtige? Ich glaube, ja, laut meinen mathematischen Rechnungen haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Oh, das sieht aus wie so ein Feuerwerk. Schaut euch das Ganze an. Plus 15. Zack. Oh, jetzt gibt's ein Gemetzel. 29 Stück. Ey, die Zombies haben keine Chance. Aber, okay, wir biegen ab. Biegen Sie bitte rechts ab. Im Kreisverkehr die 2. Ausfahrt nehmen. Wir biegen ab und ihr seht es. Oh mein Gott. Okay, es kommen Eisengolems. Es kommen Eisengolems mittlerweile hier. Das bedeutet, oh, plus 25. Schnell, wir müssen mal schnell nachdenken. Junge, wir sind eine ganze Gang. Oh, ja, wir haben einige verloren, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Okay, 36. Hat die Welt auch durch Nama zerstört, die Zombies. Bam, und die Eisengolems. Keine Chance. Oh mein Gott, Leute. Ab geht es. Jetzt geht es. In den Fight. Junge, wir haben 14 Stück. Okay, ich würde sagen, wir kombinieren. Wir kombinieren und kombinieren weiter. Zack, 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 zack. So, wir kombinieren weiter. Ihn hier. Zack, 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 zack. So, let's go. Die Lilanen werden zu Thanos hier kombiniert. Boom. Mami Longlegs. Mami Longlegs. Ein Schlumpf. Wer auch immer er ist. Ich weiß immer noch nicht. Aquaman oder so. Vielleicht könnte es sein. Ihn kombinieren wir. Wir haben wieder Thanos. Thanos und, okay, Mami Longlegs. Und jetzt würde ich sagen, weiter geht es mit den Nahkämpfern. So, auch sie werden wir kombinieren zu Groots. So, ganz, ganz viele kleine Bäume. Zu den Skeletten. Huggy Wuggy. Oh, werden wir die nächste Stufe freischalten, Freunde? Ich bin so gespannt. Was wird jetzt nach Superman kommen? Ich bin so, so aufgeregt. Ja, ihn hier. Wir haben nochmal Huggy Wuggy. Können nochmal 2 hier so kaufen. Zack. Aber ich glaube, ansonsten sind wir jetzt hier wirklich fertig. Oh, er hat auch krasse Gegner hier. So, ihn können wir noch hier machen. Aber ich glaube, okay, Freunde, es reicht. Es reicht. Der Kampf geht los. Wir haben wirklich alles kombiniert, was geht. Und ihr seht es, wie schnell das Leben der Gegner weggeht. Ha! Die werden ja gar keine Chance haben gegen uns. Oh, was sehe ich denn da? Komm schon, wir probieren. Zack, jawohl, wir haben jeden bekommen. Jeden einzelnen bekommen. Das bedeutet, das ist bis jetzt die beste Runde. So, wir haben jetzt hier bloß. Oh, ja, alles gut, alles gut. Bis jetzt geht's auch fit hier. Zack, wir haben wieder einige am Start. Oh, okay, gegen die Wither-Skelette können wir leider nichts machen. Alter, wer ist er denn? Verdammt nochmal. Ist es ein Drache? Junge, einfach ein verdammten Drachen. Ich dachte, wir machen hier einen Superheldenkampf so auf chillig. Auf einmal kommt er mit einem Drachen an. Okay, er will es also so wissen. Oh, hier haben 2 Superman-Freunde. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Ja, flieg rüber. Verdirbt uns die ganze Show. Wir kombinieren beide Superman zu.
Oh mein Gott, wer ist er denn? Was ist das für ein Superheld, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Oh mein Gott, er sieht krass aus. Er sieht krass aus. Aber zeig, was du drauf hast jetzt. Er zerstört alles. Er zerstört alles. Er rennt durch bis hin zum Drachen. Okay, und er lebt immer noch. Er lebt immer noch. Er hat alles alleine komplett niedergemetzelt. Oh. Okay, goldene Mitte, Freunde. Wir kennen's. Wir nehmen immer die goldene Mitte. 18.000 Münzen ist der Jackpot. Und, das kann nicht sein. 3, 2, 1 und es ist wieder Zeit für Glücksradzeit. Wir drehen die ganze Zeit im Glücksrad, bis wir jetzt irgendwas Gutes bekommen. Ja, 5 kleine Stevies. Nehmen wir Stevies Kiwis. Nehmen wir auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Jeder Stevie bringt uns auf jeden Fall weiter auf unserem Weg. Oh, darauf lieber nicht gehen. Ja, da wird wahrscheinlich TNT kommen. Aber hier drauf auf den Knopf gehen, weil hier kommt eine Brücke. Nummer plus 3. Ja, das ist ein guter Run gewesen. Das ist ein stabiler Run gewesen. Wir haben einige Stevies hier am Start jetzt. Zack, joa, das sieht sehr gut aus. So, aber ich glaube nicht, dass wir die nächste Stufe hier freischalten können. Aber, Freunde, ich glaube, wir haben schon gefühlt die maximale Stufe erreicht. Mensch, schau dich den mal an. Wir haben Deadpool. Wir haben hier diesen krassen Krieger am Start. So, wir können hier nochmal, zack, ein paar equippen. Ein paar Nahkämpfer hier. Let's go. So, ihn können wir kombinieren. So, zack, die zwei Groots. Ihn hier, Hagi zu ihm hier. So, let's go. Dann würde ich sagen, yo, alle in Position, Männer. Und ab geht es. Fight. Oh mein Gott, okay, wieder diesen Roboter mit den zwei Klingen, aber ich glaube, er hat keine Chance, oder gegen hier unsere Armee. Und noch zwei Blazes, easy peasy, das war's. Okay, ich würde sagen, komm Stevie, renn noch ein letztes Mal, gib noch alles, was du drauf hast. Jetzt kommt wirklich der spannendste und krasse Fight aller Zeiten. Ach, Zombies, geht aus dem Weg. Freunde, wir haben angefangen als kleiner Noob Stevie und wir hatten einen Traum und wollten ein Superheld sein und daran haben wir auch festgehalten und ihr seht es, wir haben es tatsächlich geschafft. Also Freunde, glaubt immer an eure Träume, oh ja, auch wenn ihr ein kleiner Noob Stevie seid oder ein Superheld wollt. Also, ja, ich weiß nicht, ob ihr es wirklich schaffen werdet, ein Superheld zu werden. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Freunde, ihr könnt schon alles schaffen, wenn ihr dran glaubt. Okay, Bambi Longlegs, ihn zu ihm. Und jetzt haben wir wieder, die Pommeshaarfrisur im Tor am Start. So, da können wir hier nochmal ein paar, so, zack, ja, noch ein paar gönnen. Ich meine, wir haben ja eh das Geld. Mit dem Geld können wir eh nichts machen, außer uns hier ein paar Skins freischalten. Mami Longlegs haben wir auch wieder mittlerweile am Start. Es ist wirklich zu krass. Es ist zu krass. Und da würde ich sagen, Freunde, ein letztes Mal. Fight. Jetzt geht es ab. Oh mein Gott, er kennt mich gar nichts mehr. Es ist wirklich die komplette pure Zerstörung. Oh, wir verlieren aber viel Leben. Aber, ja, die Gegner verlieren viel schneller Leben. Und damit, Freunde, würde ich sagen, let's go. Haben wir den Superheldkampf gewonnen. 5 von 5 Sternen. Und ich denke mal, das soll es jetzt gewesen sein mit der Entwicklung von einem Noob-Stiefel bis hin zu einem Superhelden. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.